Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro Hero's Tale. Heute am 17.09. um 9.20 Uhr. Ja, gerade aufgestanden, hören wir vielleicht auch noch. Ja, vor 6 Stunden bin ich pennen gegangen. Bin wieder aufgewacht, bin hellwach, hab mir schon ein Käffchen gezogen. Und hab mir gedacht, boah, jetzt kannst du mal auf jeden Fall nochmal vorher aufnehmen, weil nachher geht's wieder zu meiner Mutter. Lecker Schnitzel essen. So lange kein Schnitzel mehr von meiner Mutter gegessen, das ist super. So, auf jeden Fall, wir haben noch 14% hier zu ergattern. Ich muss jetzt noch mal kurz nochmal checken. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich hin muss. Das sieht doch schon mal gut aus. Ach so, genau, das war das Gedönse mit dem Schalter da unten. Genau. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich glaube, das letzte, was wir gemacht hatten, war, glaube ich, da bei dem Geldsack-Shop da einmal das Ei geholt, was da lag. Warte. Warte mal. Fuck, wie ging das denn nochmal? Nicht Dreieck. Warte mal. Ach, Kreis, okay. Mein Fehler. Absolut mein Fehler. Also muss man sich da wieder angucken, okay. Ich weiß nicht mehr genau, was mir hier fehlt. Ich glaube, das war jeweils noch... Hätte ich natürlich gerade nachgucken können. Ich meine, war noch jeweils ein Ei und ein Lichtedelstein. Kann mich aber auch täuschen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Uiuiui. Ui. Habe auch gestern wirklich die ganze Zeit einfach da nur noch gezockt. Ein kleines privates Zocker-Update für die Leute, die es interessiert. Ich habe jetzt neben Samurai Warriors, weil... Das ist wirklich so eine Fleiß-Massenabfertigungsarbeit. Fuck, wo ist das? No, 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 no. Ah, ich war schon zu langsam? Okay. Habe ich nicht 45 Sekunden Zeit? Waren das 45 Sekunden ernsthaft? Das ist aber traurig. Die hatten vor einigen Monaten mal irgendwie ein PlayStation Plus-Abo. Also wenn man das hat, dann konnte man sich kostenlos... So ein Spiel, Mad Riders hieß das, runterladen. So ein kleines Rennspiel. Ist eigentlich ganz cool. Also habe ich gestern einfach mal so ein bisschen getestet. Beziehungsweise davor schon mal, auch schon mal angezockt. Ist gar nicht mal so schlecht. Also macht Bock. So, ups. Ansonsten immer noch Samurai Warriors bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, ich muss da immer noch mit, weiß ich, 12 Leuten durchspielen oder so. Mit knapp 20 habe ich es jetzt. Das heißt... Uiuiui. Den Gipfel des Berges habe ich schon erreicht. Jetzt geht's wieder bergab. Ach, fuck, jo. Ach, hier war ein Gürteltierchen oder sowas. Irgendwas in der Richtung auf jeden Fall. So, okay. Ab hier muss ich wieder ein bisschen aufpassen. Und schauen, was Phase ist. So. Ach, das war die Scheiße. Ja, ist okay. Ach komm, du interessierst mich echt nicht. Töte ihn! Danke. Uiuiuiui. Können die auch Feuer spucken? Oder was habe ich da gerade gesehen? Stirb! Ach, genau. Das war jetzt genau mit diesem Laser gedöhnt. Ich weiß nicht genau, was da passiert, aber es sieht böse aus auf jeden Fall. Lass mich ruhig! Ich bin laut! Bums. Kafums. So, was ist das für ein Schalter? Okay, den sollten wir auch treffen vielleicht. Wäre eine Devise. Ah, okay, hier kann man hochspringen. Du Rolle! Da haben wir noch nicht viel Zeit. Aber ich habe es auch viel zu spät gerafft, muss ich dazu sagen. So. Okay, da oben habe ich noch Lichtedelstein gesehen. Ich werde gleich auch nochmal zu einem guten Spacko da hinspringen. Weil der hat vielleicht auch noch was für uns. Das sieht ja auch sehr vielversprechend aus. Aha. Ich glaube, ich komme dann zu dem grünen Spacko gar nicht hin. Oder? Ich will da oben hin auf jeden Fall. Ne, krieg ich da nicht hin, leider nicht. Da muss ich wieder zurückgehen. Sind das auch so Drehsachen? Oh, also hier so... Ich bin einfach durchgefallen. Warum? Nicht cool, nicht cool. So, okay. Alter, okay. Irgendwie war das schon sehr knapp. Ja, okay, aber das ist jetzt nicht das Thema, an Lichtedelstein zu kommen. Gleiten. Oh nein! Okay, ich habe mich irgendwie gerettet. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Aber es hat funktioniert, sehr gut. So. Und so. Komm. Ab dafür. Dreh dich nochmal bitte. Man kann die Kamera leider auch nicht drehen. Das ist echt ein bisschen schlecht. So, jetzt aber. Sehr gut. Und wie sieht's aus? Wir haben sogar alles hier. Okay, das ist natürlich richtig gut. Das gefällt mir hervorragend. Nein, nicht in die Richtung.
Du Spacken! Och man, oh. Was ist das da hinten? Ach, das ist so ein Bohrroboter. Ist in Ordnung. Kann man mit leben. Achso, andere Richtung. Und jetzt aber. Oh mein Gott. Ja, morgens 9:30 in Deutschland, ne? Oder in Duisburg. Hört man, ne? Geht schon der Shit ab. Ach, du lebst ja noch, stimmt. So, Kafums. Was geschieht nun? Ah, okay, ich dachte schon, toll. Ja, super neuer Bereich, wenn ich da einfach runterfallen kann. Mal gucken, ob die Schwerkraft noch funktioniert. Aber da habe ich gesehen, dass da noch eine Plattform erschien. Klappt die ein? Ich bin mir da noch nicht so ganz... Ist mir nicht ganz koscher, bin ich ja ehrlich. Deswegen springe ich mal direkt nach da hinten. So. Dunkle Mine, okay. Hallo? Ich denke immer, der schießt irgendwie jawohl, genau. Sein Projektil. Aber der schießt kein Projektil. Das ist nur so eine Shotgun offensichtlich, ne? Achso, ich bin... wieso zeigt ihr mir jetzt, dass ich... Ich bin doch die ganze Zeit schon hier. Egal. Egal, Karl. So, ich möchte jetzt aber ungern den Endgegner konfrontieren, weil den brauche ich jetzt noch nicht. Ah, shit, warte mal. Gucken wir auf den Statusbildschirm. Okay, 3 Kristalle fehlen uns auf jeden Fall noch von den dunklen. Das heißt, ich denke mal, es gibt noch einen Bereich, wo die Kristalle sind, aber nicht mehr allzu viele Eier und Edelsteine. Da haben wir noch ein paar zu holen. In anderen Welten. Das heißt, das wäre natürlich cool, wenn ich jetzt heute schon mit dem Backtracking beginnen könnte. Es ist so eine... Also ich mag Backtracking eigentlich ganz gerne. Vor allem, wenn man am Ende des Spiels wieder quasi zum Anfang des Spiels zurück muss. Gerade bei umfangreicheren Spielen sich dann denkt, hoch, war das damals doch schön. Gerade bei so einem Rollenspiel oder so, bei so einem Final Fantasy oder sowas. Hurtig, hurtig, hurtig. Sehr gut. Aber hier ist das Problem, ne? Wenn ich jetzt wieder in die erste Welt zurückkomme, ich mir denke, fuck, wie war denn mal da vor einem Monat, als ich das gespielt habe? Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Da bin ich mir nicht sicher. Oho. Oh, erstmal Kapotski, oder? Kafums! So. Okay, das macht das dann wahrscheinlich, damit ich wieder zurückkomme, denke ich mal. Und das macht die Tür auf. Also im Fall der Fälle kommen wir auf jeden Fall wieder zurück, das ist gut. Na, warum ist der Raum hier so leer? Das ist ja noch so... Vermittelt mir kein gutes Gefühl auf jeden Fall. Zack. Bram, bram, bram. Jetzt haben wir hier schon mal einen Speicherpunkt. Und wie sieht's aus? Ja, 3, 3, 5. Hervorragend. Okay, interessanter Aufbau. Also viel zu... Also allzu viel Sammelbares gibt es hier auf jeden Fall nicht. Du brauchst dich gar nicht verschnieseln. Meine Zunge ist noch ein bisschen im Halbschlaf. Ist das ein Schalter hier? Ah! Hilfe! Hilfe! Okay, habe ich noch nicht so ganz gepeilt, um ehrlich zu sein. Wer ist das ein Druckschalter, je länger ich draufbleibe, umso... Wo schießt du hin, sag mal? Was ist denn da? Böser Boden. Ui, wo kommst du denn her? Ich hab dich doch kaputt gemacht, du gerade. So. Map. Genau. Also je länger ich drauf bin, umso tiefer kommt er wahrscheinlich. Und dann geht er direkt wieder hoch. So, wo muss ich denn hin? Hiermit. Da hab ich ja nicht so ganz gepeilt, bin ja ehrlich. Okay, ich komme damit wahrscheinlich auf diese Schaltschränke. Ach so, scheiße, okay. Zack. Ah. Aber ich komme da nicht ohne Hilfe dran. Ist ja bescheuert. Nein, bleib drauf. Isengard. Halt dich fest. Oh, danke schön. So, schön, toll. Und du? Ah ne, hier war ja, glaube ich, auch noch so ein... Ja, genau. Ah, der bewegt sich. Okay. Kirchenglocken? Was haben wir denn? Okay, 9:30, ja. Muss ja nur Wäsche aufhängen. Und Sport machen wir auch noch. Und aufs Rad. Volles Programm heute. Kaffee.
So, ich denke mal, das hier wird ein optionaler Bereich sein, hoffe ich mal. Ja, eine Kiste. Und weh, da sind Edelsteine drin oder Schüsse. Das will ich nicht. Ey, fick dich, Alter. Der ist doch nicht dein Ernst. Ich brauche Prozente. Aber sonst gibt's hier nichts, ne? Psst, erbärmlich, ey. Nun gut, so sei es. Raus. Ist das der richtige Weg? Ich glaube schon, ja. Zack. Eigentlich ist der Strom... Achso, ich bin tot. Ups. Stimmt, da war ja was. Hau ab. Verhau ab. Vermerlapport. Sesam, öffne dich. Also Strom ist wirklich eigentlich ganz geil, wirklich, um die mal kurz abzulenken, die Gegner. In ihre Decken aufgeben. Hui. War das jetzt der Schalter für die Tür hier, oder was? Hab ich noch nicht so ganz... Noch nicht so ganz begriffen, bin ich ehrlich. Hallo? Bratz. Komm, mach der... Danke. Aha. Vier Zielscheiben. Warte mal. Wie mache ich das denn hier nochmal? Aber doch so. 10 Sekunden habe ich nur. Ich glaube, es hackt. Ah, ich kann doch nicht zielen. Nein! So, 2 haben wir schon mal. Fick dich. Okay. Machen wir nochmal. Nummer 9. Zack. Pam. Okay. Okay. Ja, sieht gut aus. Wenn ich jetzt nicht hier total verkacke. Ja, geht doch. Und das ist jetzt auch bestimmt nur zeitlich da, ne? Der Kack. Gab's noch... Ja doch, da gab's noch eine Tür. Ist das jetzt auch ein optionaler Bereich, oder was? Also will ich hier nicht nur Edelsteine kriegen, ne? Falls es so sein sollte. Coole Säule. Coole Schuhe. Haben wir gestern auch einfach mal alle Mad Mission Teile und alle nackte Kanone-Teile reingezogen beim Zocken. War richtig gut. Also im Zuge meiner Digitalisierungsaufgabe. Von wegen, ich brauche ein Regal mehr für Spiele. So, was ist hier drin? Leck mich doch am Sack. Ey, dafür gebe ich doch nicht meinen ganzen Schlüssel aus. Mann. Ich brauche mehr Eier. Wir brauchen Eier. So, was ist hier los? Stimmt ja. Da war ja was. Nein! Ich hab doch zweimal X gedrückt. Und der schreit wieder viel zu spät. Oder war ich schon so tief, dass der Schall nicht hinterher kam? Uiuiui. Ja, irgendwie rafft der das heute nicht so ganz mit dem Gleiten. Also heißt heute, das war jetzt zweimal der Fall, um ehrlich zu sein. Aber direkt hintereinander. Oder ich raff's nicht mit dem Timing, das kann natürlich auch sein. So. Hä? Ich bin noch nicht drauf. Was ist das denn? Aha. Okay, warte mal. Was bist du denn? Komm, wir quatschen erstmal mit dem, oder? Hey Mario, was geht? Eindringlingsalarm! Eindringlingsalarm! Der Sicherheitsbereich von Roths Labor wurde verletzt. War nur ein Scherz. Ich bin ein Wartungsroboter, nicht vom Wachdienst. Oh, cool. Und was ist das für ein Ding? Das, Banause, ist ein Planetarium. Es zeigt die Bewegungen der Planeten und schließt und öffnet außerdem alle Türen in diesem Raum. Ich dachte, du gibst mir jetzt eine Aufgabe oder sowas. Töte 20 Koopas. Ja. So, schreit jetzt wieder aus. Okay, jetzt ist er wieder aus. Aha. Hey, okay, was ist hier los? Ich raff's nicht. Warte mal. Ah, hahaha. Okay, verstehe ich. Alles klar. Das heißt, es ist hier quasi wie so ein kleiner Warp. Habe ich verstanden. Und ich kann die Level... Das Level kann ich mir dann aussuchen. So, dann möchte ich noch zweimal weitergehen.
Weil da kamen wir ja her. Ich würde gern hiermit starten. Achso, es ist nur dafür da, um die Tür zu öffnen. Okay. Au! Penner. Achso, einmal nochmal kurz gucken. Welcher wird denn wahrscheinlich... Ah, nee, doch nicht. Ich war gerade verwirrt, sorry.